Befindest du dich manchmal in Bedrängnis, in Mühe, in Not, in irgendwelchen Dingen, die dein Leben wirklich schwer machen? Ich habe eine interessante Aussage für dich von Paulus. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth ein Empfehlungsschreiben für sich selbst. Er gibt in einigen Versen eine Empfehlung für sich ab. Er sagt, ich empfehle mich, und dann kommen weit über 20 Punkte, die er wie eine Referenz für seinen Dienst anführt. Und wenn du dir diese Sachen einmal anschaust, dann wirst du äußerst erstaunt sein, was er denn dort als Dinge anführt. Hier ein kleiner Ausschnitt. In allem empfehlen wir uns als Gottes Diener. In vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Mühen, in Wachen, durch Ehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede, als Traurige, aber allezeit uns freund, als Arme, aber viele reich machend, als nichtshabend und doch alles besitzend. Wir haben das auf der Webseite, den ganzen Abschnitt einmal aufgeführt mit all den Punkten, und es ist wirklich interessant. Das sind Schwierigkeiten, das sind Probleme, das sind unangenehme Dinge, die in seinem Leben sind. Dass er sagt, ich habe nichts, aber im Grunde genommen geistlich habe ich alles. Und ich glaube, wir sollten diese geistliche Sichtweise bekommen, wie Paulus sie hier hatte. Das hilft uns, die Widrigkeiten in unserem Leben nämlich mit ganz anderen Augen zu sehen. Weißt du, der Feind geht nicht aktiv gegen dich vor, wenn du keine Gefahr für ihn bist. Wenn du vorangehst mit dem Herrn, dann begegnet dir automatisch Widerstand. Der Feind versucht, dich zu stoppen. Und es ist fast ein Beweis dafür, wenn Schwierigkeiten in deinem Leben auftauchen und du geistlich vorangehst, dass das etwas ist, wo du weitergehen musst, wo du dranbleiben musst und wo du dich nicht von irritieren lassen darfst. Ich sage nicht, dass alle Schwierigkeiten in deinem Leben geistliche Ursache haben. Wirklich nicht. Aber es gibt Dinge, die einfach aufgrund deines Lebenswandels mit dem Herrn hervorkommen. Und du musst einen Blick dafür haben, dass du in einem geistlichen Kampf stehst und dass es gut ist, in einem solchen Kampf zu stehen. Und gleichzeitig sagt der Herr dir zu, dass er dir durch diese Dinge hindurch helfen will. Er sagt dir, dass er dich segnen will und durchbringen will und dass du den Sieg in deinem Leben haben wirst. Ich lade dich ein, diese Bibelstelle im Korintherbrief einfach einmal zu studieren und auf dich wirken zu lassen und zu überlegen, wo hast du derartige Referenzen in deinem Leben, wo du sagst, ich empfehle mich als Diener Gottes, denn folgende Dinge habe ich erlebt. Und das brauchen nicht nur erstaunliche, mächtige, große Taten Gottes sein, sondern es können genau diese Dinge sein, die Paulus hier aufführt, weil sie sind genauso ein Beweis, dass du mit dem Herrn vorwärts gehst. In dem Sinne glaube ich, Gott hat mehr für dich.